war hier schon als Aktive vor, ich denke, 20 Jahren oder so. Und es macht immer so unheimlich viel Spaß. Und es gibt so viele Leute, die hier mit so viel, also die haben so viel Lust drauf. Ich auch immer, weil es immer so gemütlich ist. Und ja, so viele nette Leute. Zum Beispiel gestern grillen, das waren 800 Scheiben Nacken, das sind 1000 Würste. Es waren 1650 Brötchen, wo man mal anmerken muss, wer hat die geschmiert? Die Kinder. Die Kinder schmieren nämlich immer die Brötchen. Es waren 50 Kilo Paprika, 50 Kilo Tomaten. Heute gehen auch noch etliche Tonnen bei drauf fürs Buffet. Da haben wir gestern mit angefangen und wir sind jetzt schon fleißig dabei. Weil wir viel lachen, weil wir ein tolles Team sind. Weil wir tolle Leute haben. Nicht nur die Leute, auch die Turner. Es ist einfach das Drumherum. Es ist unser großer Familienurlaub in Sörup. Zu Pfingsten. Jedes Jahr. Immer wieder. Und wenn ihr mal einen richtigen Fisch sehen wollt, so sieht er dann aus, wenn er halb zerlegt ist. Schick ist er, wenn er auf der Platte ist. Und wenn ihr dann noch... Ja, ich habe eine Idee gesucht für die T-Shirts und da hatte ich das Radio laufen nebenbei und es kam wieder Meldungen aus der Ukraine, Krieg, Syrien, Krieg und auch ja, an anderen Stellen und ich habe mir überlegt, wie läuft das eigentlich beim Trampolin? Und da habe ich festgestellt, wir gehen freundschaftlich miteinander um, ja, wir haben Respekt voreinander, wir folgen den Regeln, die uns die Kampfgerichte vorgeben und dann ist mir das eben eingefallen. Das ist der Hintergrund. Es ist eigentlich eine Tradition geworden für unseren Verein, dass wir hier jedes Jahr wieder zurückkommen und ja, wir werden auch immer so herzlich empfangen von den Crew, von allen Leuten, die hier helfen. Es ist immer wie, ja, man freut sich einfach drauf. Ja.